Verdiene mit einem Takedown den Wagen eines Most Wanted. Dein erster Most Wanted-Fahrer ist geschlagen. Aber das ist erst der Anfang. Willst du ihren Wagen und ihren Platz auf der Liste? Verfolge. Okay, also das heißt, ich muss ihn jetzt einfach takedown. Ich habe ihn verloren. Lass uns die Suchteam-Tour decken. So. Niederlage. Jawohl, jetzt sind Easy Drive verfügbar. Sehr gut. Alpha Tier. Willkommen bei den Most Wanted. Du hast einen Fahrer besiegt und gehörst zur Liste der talentiertesten Street Racer des Vermieten. Besiege und flashe 9 weitere Most Wanted Fahrer, um Fairhavens Fahrer Nummer 1 zu werden. Bist du gut genug, um das zu schaffen? So, ja. Fahndungsstufe ist zwar gesunken, aber leider ist er wieder hier. Und ich habe jetzt gerade hier so einen Aston, so einen geilen Aston gesehen, so einen Aston Martin. Und den nehmen wir jetzt mal. Die Viper war zwar auch geil, aber es ist mal wieder Zeit für ein anderes Auto. Alter! So. Ich weiß, da habe ich jetzt zwar kein Ditro, aber das ist mir relativ egal. So, jawohl, die Tafel kriegen wir noch mit. So, und jetzt werden wir mal die Cops hier mal abhängen, so ganz gediegt. Brauchen nämlich jetzt hier nur irgendwie so ein... So, hier ist noch ein Auto. Oi, da Lambo. Nein, den nehme ich nicht. Den bin ich schon mal gefahren. Den nehme ich nicht nochmal. So, BioWare ist hier und ich fahre voll dagegen. Und ich fahre einfach mal wieder vorwärts. Und die wissen es natürlich. Fahndungsstufe ist auf jeden Fall wieder gestiegen. Slam Takedown. Aber ich wollte jetzt hier mal schnell was machen. Einstellungen. Audio. Ja, das ist zufällig. Das passt schon. Was ist denn jetzt? Weil das Problem ist, ich habe nämlich in der Aufnahme gemerkt, dass ich nämlich, ja, machen wir es mal so. Dass es nämlich einfach der Ingame-Sound, beziehungsweise die Stimmen, einfach ein bisschen zu... Alter! Gib Stoff jetzt! Alter, den hat krass überschlagen hier. Da ist die Viper. So. Aber nee, mir ist nämlich aufgefallen. Ja, er glaubt, er kann fliegen. Das ist richtig. Nee, mir ist aufgefallen, dass ich jetzt vielleicht endlich mal ausreden darf. Ja, du kannst reden. Ich rede jetzt hier. Jo. Nee, mir ist nämlich aufgefallen, dass einfach so die Sprache von ihr ein bisschen zu leise war. Also von dieser Typin, die da geredet hat. Ich weiß nicht, wie sie heißt. So, aber irgendwie müssen doch jetzt hier mal die Cops abzuhängen sein, oder? Ich weiß es nicht. Aber irgendwie müssen wir das jetzt nochmal gelingen hier. Währenddessen... So, Leute, da bin ich wieder. Begrüße ich euch zurück. Ja, ich weiß nicht, ob ihr jetzt das Ende mitbekommen habt. Also, ich wurde auf jeden Fall mal wieder erwischt von den Cops. Und ja, bin jetzt in einem Aston Martin. Und gebe jetzt hier mal wieder Gas. Ich hoffe, es wird jetzt funktionieren. Aber wie gesagt, das hatte ich schon öfters, dass einfach die Aufnahme mal komplett stehen bleibt. Ich weiß nicht, was das ist. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal auf Easy Drive gehen, auf Rennen. Und werde direkt mal hier den ersten nehmen. So, das sind 6,5 Kilometer. Da werde ich mich jetzt mal auf den Weg machen. So, die Cops jetzt vielleicht mir hier nicht gerade anregen. So. Ja, ich habe mir gedacht, habe den ersten Martin an der Kurve gesehen. Jetzt gehen wir beiseite A3. Hab den ersten an dem Straßenrad stehen sehen, habe gedacht, hey, James Bond ist zurzeit in the house, beziehungsweise läuft derzeit im Kino. Und da habe ich mir gedacht, nimmst du den doch einfach mal. Passt ja. Wie gesagt, James Bond läuft gerade im Kino. So.
Ich kämpfe mich hier erstmal wieder. Wie so ein Industriegebiet ist das hier. So. Und ja, wir werden jetzt hier mal zu einem Rennen fahren, das wir auf jeden Fall mal hier beim ersten Martin Nitro haben. Da kann ich mir vorstellen, mit dem Auto auch mal wirklich länger zu fahren, weil das Auto gefällt mir halt einfach. Oh Gott. So. Erstmal kurz gut gewendet. Bin auch schon immer in 10 Kilometer mit dem ersten Martin hier gefahren. Ich glaube, was ist denn das für einer? Ich weiß es gar nicht. So, hier, das ist doch... Die Tafel habe ich doch mitgenommen. Ach nee, die hier habe ich mitgenommen. So. Aber da kann man sich ja immer wieder verbessern, ne? So, hier kann man sich auch immer wieder verbessern. So. Also ist das hier irgendwie so das Anfangsgebiet, wenn es mich nicht täuscht. Boah, hier blendet die Sonne komplett. So. Boah, das konnte nicht gut gehen. Der schöne Aston. Ist da irgendwo vielleicht noch eine Werkstatt irgendwo hier? Auf dem Weg zum Rennen, weil so kann ich doch nicht mit dem Auto hier antanzen. Das geht doch nicht. Ja, da ist noch einer. Also ich glaube, durch meine Rundfahrten hier habe ich bald alle Speedkameras erfüllt. Oh, nicht die Cops. Ui. Ich würde immer noch gerne wissen, wann ich die Aufmerksamkeit der Cops auf mich ziehe. Also das würde ich echt mal ganz gern wissen. So. Ich cruise auf jeden Fall mit über 200 Mal. Was denn hier für ein Auto? Nur mal so reine Interesse. Ist das ein Chevy? Ja, sieht so aus. Gott, eine Corvette? Nee. Da bleibe ich lieber beim ersten hier. War auch jetzt nur mal so aus reinem Interesse. Wieso machen wir es nicht direkt hier? Mein Gott. Also nicht das Auto wechseln, sondern hier so durchfahren. Weil das war schon wieder zu weit hier. Kriege ich doch Punkte. Genau. Ist doch viel einfacher hier durchzufahren. So. 10 Sicherheitszonen zerstört plus 500. Ja, das gibt halt alles diese Speedpoints. Und das ist, was wir brauchen, um uns weiter in der Blacklist nach oben zu arbeiten. Wir machen wieder einen kleinen Burnout. Burning Rubber. Jawohl. Nitro-Brenner. Ja, erster müssen wir auf jeden Fall werden, damit wir den Nitro kriegen. So. Oh Gott, es ist ja hinterste Gassen wieder hier. Ja, komm, wieder eure super Kamerafahrt. Na, auf geht's. Ja. What the fuck? Okay, jetzt mal würde ich sagen, Gas geben, auf geht's. Zehnter sind wir nur. So. Gott. Das wird ja mal was. Neunter sind wir jetzt. Ja klar, den Jack haben wir ja eben schon überholt. Auch überhaupt nicht auffällig, dass hier so eine Zehnerkolonne quer durch die Stadt hier fährt. So, ich halte mich hier mal schön aus allem raus. Takedown können wir später aber noch. So. Pam! Und einen Takedown haben wir gekriegt. Und sogar ein SLS. AMG war hier gerade. Also hohe Konkurrenz hier. So, du kannst anscheinend nicht richtig driften. Dann gehen wir doch vorbei. So, kann ich richtig driften? Ja, kann ich. So. Nehmen wir wieder den Jump mit? Ja, schon, oder? Also hätte ich jetzt schon gesagt. So. Alles mitgenommen. Wieder ein Kontrollpunkt. So, oh nein. Boah, Alter, das war knapp. So. Hier gehen wir außen vorbei. Da habe ich gedacht, ich packe das innen durch nicht mehr. Also Leute, ganz einfach, wenn ihr Probleme mit der Lenkung habt, beziehungsweise mit den Kurven, bleibt einfach immer auf dem Gas. Also R2 ist bei mir komplett durchgedrückt. Also da gibt es keinen Kompromiss. Einfach immer nur die Bremse ein bisschen länger antippen. Nicht nur einfach so ganz kurz. So, hier wäre zwar eine Tanke gewesen, aber brauche ich nicht. So.
Aber ich bin ja weit in Führung. Und das hier sollte jetzt eh nur noch geradeaus ins Ziel münden. Hier noch das Auto nicht mitnehmen. Und da haben wir es schon gepackt. Erster geworden. Burning Rubber. 2 Minuten. Also knapp fast unter 2 Minuten habe ich es geschafft. 108.000. Also wir brauchen noch 26.000 Speedpoints. Nein, Geländereifen brauche ich jetzt mal nicht. Aber wir nehmen den Nitro. Wow. Ist er direkt mal hier im Drift. So. Wir halten jetzt mal hier so kurz, dass ich ja den Cops nicht wieder auf die Eier gehe. Und wir schalten mal wieder in Easy Drive rein. So, rennen. Ich denke, wir nehmen es mal nochmal. Ach so, geht gar nicht schwer. Gibt gar nicht einfach, meine ich. Okay. Dann würde ich sagen, wir nehmen mal das mittlere Event hier. Ach, nur 1 Kilometer? Geil. Perfekt. Da bin ich mal gespannt, wie jetzt Mittel ist. Ob jetzt einfach die Autos stärker sind oder einfach die KI ein bisschen stärker. Das werden wir jetzt direkt mal rausfinden. Wahrscheinlich hocke ich jetzt schon im 5. bis 6. Part. Ich wollte mal schnell gucken. Hab wieder ein Auto gesichtet. Ich will mal nur so abchecken, was das für Autos sind. Also ich will jetzt nicht gerade unbedingt wieder wechseln. Ah, das ist ein Alfa Romeo. Aber hier können wir gerade mal durchfahren. Ach, hier entsteht... Was ist das denn? Ein Marussia. What the fuck? Okay. Alles klar. Aber wir fahren erstmal hier mit unserem Aston weiter. So. Wir müssen hier vorne auf jeden Fall wieder mal zurück auf die Straße. Hoppala. Kriegen wir den hier rückwärts? Ja, kriegen wir. So. Jetzt haben wir noch die 300 Meter. Und wir stehen schon fast bei 110.000 Speedpoints. Also, es geht voran. So. Oh Gott, was ist denn das hier für ein Auto? So. Und den Burnout wieder.